Daisy Lang, wenn ich Sie provozieren würde, könnte es sein, dass ich erheblich von Ihnen eine geschossen kriege, eine auf die Nuss? Also von mir nicht. Das ist nicht meine Art, so zu reagieren. Aber ich werde dich ausnocken, lieber mit einem Küsschen. Ausnocken mit einem Küsschen? Genau. Oh, das ist schön. Das ist eine Sendung, auf deren Ende ich mich besonders freue. Zum Thema des Tages. Schönes Wetter. Ja. Ich habe nichts von Regen gesagt. Ich habe nicht an Regen gedacht. Warum haben Sie eine Mütze auf? Also, das ist mein Sponsor, Basissponsor, die ich habe. Das ist Sunpoint. Und das ist die Sunpoint große ist, Kette von Solarium. Das ist das, was andere Leute Costa Lampa nennen. Ach so. Also ich gehe ab und zu auch in so ein Solarium, das heißt irgendwie anders. Aber die steht Ihnen gut, die ist für blonde Leute gut, nur man kann ihr Gesicht nicht sehen. Darf ich die einmal aufsetzen? Nein, das wird mir nicht hören. Also ich kann sagen, wenn jemand mich fragt, oh Daisy, du bist zu braun, dann ich sage immer, das ist von der Sonne in Deutschland, die gibt es nicht. Da kann ich schon das zeigen. Dann hat Daisy gelogen, denn heute gab es ganz wunderschöne Sonne. Daisy Lang, möchten Sie zum Nordpol? Also, nicht direkt nein. Jetzt. Nein. Da wäre die Mütze auch nicht warm genug, ehrlich gesagt. Genau. Man kann sich am Polarkreis heftig Verletzungen holen, und zwar Erfrierungen. Ja, stimmt. Beim Boxen kann man sich auch Verletzungen holen. Und ich habe gesehen, zu dem Thema Verletzungsgefahr haben Sie sich schon mal geäußert. Gucken wir uns jetzt mal an. Die Hauptsache ist wichtig, eine sehr gute Vorbereitung. Dein Risiko an Verletzungen zu bekommen ist wenig. Bei mir ist schon etwas anders. Ich habe bis jetzt mich nicht von Sportarten verletzt. Ich habe mich mehr verletzt im Privatleben, wenn ich bügele zum Beispiel, wenn ich koche. Beim Kochen verletzt? Wie haben Sie das geschafft? Haben Sie die Handschuhe anbehalten? Also, es ist so einfach im Privatleben. Ich bin nicht so konzentriert wie im Sport. Ich denke irgendwo anders und dann kommen viele Verletzungen. Und bei Boxen, wenn ich trainiere, ich weiß, dass es gibt eine Gefahr. Ich muss alles geben im Training und das ist meine Sicherheit im Ring. Mein Respekt grenzt an Angst. Allein die Aufzählung aller prominenten Gäste würde etwa 10 Minuten dauern. Und wenn man, Daisy, wenn ich Sie jetzt mal ganz vorsichtig an das Thema Heiraten heranführe, gehen Sie dann sofort in Deckung? Also nicht. Ich bin eine Frau und das kommt einen Tag früher oder später, wenn ich mich reif fühle, eine Familie zu haben. Mhm. Ich möchte auch gerne heiraten. Wo haben Sie Ihren Freund kennengelernt? Also in Amerika. Aha. Versteht er was vom Boxen? Also ja. Mhm. Könnte der im Notfall ein Sparringspartner für Sie sein? Also nicht. Boxen ist meine Arbeitsplatz zurzeit und Privatleben ist anderes. Auf welchen Kampf bereiten Sie sich jetzt gerade vor? Also ich muss jetzt meine nächste Titel verteidigen am 6. April hier in meine zweite Heimstadt Hamburg. Da bin ich sehr glücklich und da werde ich hier kämpfen. Wie viele Boxerinnen, Sie boxen im Bantamgewicht? Union Bantamgewicht. Union Bantamgewicht. Wie viele Boxerinnen gibt es in dieser Klasse in Deutschland? Also, ich kann nicht im Moment sagen, aber es gibt eine Rangliste davon und bei jeder Gewichtsklasse es gibt ungefähr 20 Frauen, die registriert sind. Aber die letzte Zeit, ich sehe das in Deutschland, auch überhaupt in Europa, die Frauenboxen würde sehr, sehr populär und es gibt ganz viele Frauen, die trainieren für Hobby und das freut mich sehr. Mhm. Wenn Sie im Ring stehen bei einem Titelkampf, haben Sie manchmal auch ein ganz klein bisschen Mitleid mit Ihrer Gegnerin, wenn die hinterher rauskommt und hat die Nase dastehen und beide Ohren auf einer Seite, ist ja auch nicht so gut. Also, wenn ich im Ring stehe, ich beobachte meine Gegnerin nicht, nur zum Anfang, bevor der Boxkampf fängt an. Und ich bin so konzentriert, dass für mich wichtig ist, dass alles, die ich mit meinem Trainer im Trainingslager verbracht habe, im Ring zu bringen. Und das für mich ist wichtig, meine Konzentration nicht wegzulaufen. Zeigen Sie mir gerade noch mal Ihr Profil. Ach so. Die Nase hat ein sehr markantes Profil. Hat die mal richtig einen mitgekriegt? Also leider, das ist nicht von Boxen,
Leider. Das ist, ich möchte sagen, ja, das ist von Privatleben. Als ich vierte Klasse war, ich habe mich verletzt. Und also nicht der Freund. Das ist nicht der Freund auch. Gott sei Dank. Eben gerade, Desi, ist die Frage gekommen, ist die Desi eigentlich eine deutsche oder ist sie eine bulgarische Weltmeisterin? Also die beides, kann ich sagen, weil ich bin geboren in Bulgarien. Ich lebe in Deutschland im Moment und ich kämpfe für Deutschland. Solange Sie hier sitzen, sagen wir einfach unsere Weltmeisterin. Das ist doch gut. Nun ist das aber falsch zu sagen, Sie seien nur Boxerin. Sagen Sie mir, was Sie noch alles sind. Also, ich bin sehr stolz, dass ich diplomierte Physiotherapeutin bin. Ich mag gerne meinen Beruf. Und natürlich, ich war Stuntfrau und jetzt Schauspielerei. Für wen haben Sie Stunts gemacht? Von Farrah Fawcett und viele andere Schauspieler auch. Und ich hatte gemacht. Und das war aber meine erste bekannte Schauspielerin, die ich musste dublieren. Und jetzt, letzte Jahre, habe ich die Hauptrolle gekriegt von einem amerikanischen Action, der heißt Der Taucher. Und da bin ich sehr glücklich davon. Jetzt muss man noch sagen, Sie waren auch noch in anderen Disziplinen Weltmeisterin, im Kickboxen und noch im Karate. Im Karate auch noch. Ja. Im Himmel, das ist ja Wahnsinn. Also ich sage jetzt, meine Titel, WM-Titel bei Boxen ist nicht mein erster Titel. Da habe ich schon vorher Weltmeisterschaft gekriegt in Amerika von Kickboxen und Karate. Weltmeisterin in drei Disziplinen. Gelten die Weltmeisterschaften im Kickboxen und im Karate heute auch noch oder hat die Titel jemand anders? Also die Titel sind jetzt nicht mehr gültig, weil seit 5 Jahren ich bin Profiboxerin und natürlich das nimmt mehr Zeit und es war schon dieser Erfolg vorbei, weil ich muss mehr an Boxen konzentrieren. Gut. Im April der nächste Titelkampf. Normalerweise darf man Damen das nicht fragen. Bei Ihnen darf ich das. Wie viel wiegen Sie im Moment? Also im Moment, ich bin 54 Kilo und mein Gewichtsklasse ist 52 Kilo. Ihr Kampfgewicht ist 52? Mein Kampfgewicht, genau. Da wir gerade beim schönen Essen waren, was ja auch Kraft macht und Muskeln bringt, wer sagt Ihnen wann, was Sie essen dürfen? Also, was meinen Sie genauso? Ja, also, wer ist derjenige, der sagt, du musst jetzt das essen und dann musst du 3 Tage das essen und das darfst du überhaupt nicht essen? Also, ja, ich habe eine Ernährungsberaterin, Frau Windebach, und die macht für mich und nicht nur für mich, von vielen Sportlern bei unserer Universumbox Promotion, Ernährungsplan. Und damit ich weiß genauso, was ich essen muss. Weil ich bin nicht der Mensch, die mag gerne Diät zu machen vor dem Kampf. Mir ist lieber mit Ernährung sehr gut das zu halten und ich schaffe das, ich fühle mich sehr gut. Können Sie selbst kochen? Also ja, ja. Ja? Ja, und ich liebe das. Ja, verbrennen Sie sich aber wieder die Finger, wie Sie sagen, weil Haushalt geht nicht. Also ich verbrenne mich, ja. Wenn ich besonders schöne Musik höre, dann konzentriere ich mich nicht an Kochen. Gut. Kann Ihr Freund kochen? Ja, kann auch. Kann er das kochen, was Sie essen sollen? Ja, ja. Also ich finde, er kocht besser als ich. Was kann Ihr Freund nicht so gut? Das ist mir zu privat, möchte ich sagen. Die Zeit ist auch aus, sonst hätte ich jetzt nachgefragt. Wie lang? Nehmen Sie irgendwas von dem Zeug? Also zur Zeit, ich nehme nicht. Ich kenne aber diese Medikamente. Weil ich habe schon gesagt, ich stehe ganz an gesundes Essen, dann Trennkostenessen, das ist wichtig drin. Und ab und zu nehme ich Vitamine natürlich, Magnesium. Das ist ja auch erlaubt. Wie sehen Dopingtests bei Boxerinnen eigentlich aus? Also es ist sehr streng. Ich kann sagen, wie bei Leichtathletik und natürlich viele Medikamente dürfen wir nicht nehmen, wie Antibiotika, wenn man erkältet ist. Viele Kolleginnen schon erwischt beim Dopen? Also bei unserer Veranstaltung gab es nicht so Situation, aber ich habe schon gehört, das hat schon bei den anderen Veranstaltungen passiert. Spannen Sie einmal im rechten Arm Ihren Bizeps richtig an? So, im Moment nicht, ich bin ganz richtige Form, aber kann ich so machen oder so machen? Alle Frauen wissen immer Ihren Hüft, Ihren Taillen und Ihren Brustumfang. Können Sie mir Ihren Bizepsumfang sagen? Also,
ich habe mich richtig nicht daran interessiert, weil Boxen ist nicht im Bizeps, Boxen ist im Kopf und man muss denken und das ist die Wichtigste. Passen Sie auf, dass der Kopf nicht beschädigt wird, wenn Sie immer diese Mütze tragen. Also ich finde, meine Mütze schützt mich sehr gut und dann es gibt kein Risiko davon. Gut, der Gegner kann Sie auch nicht so gut sehen dann. Und bügeln, die Hände verbrannt, haben wir gehört, das darf nicht passieren. Aber auch Boxerinnen müssen bügeln, wir üben das jetzt. Dies sind reine Schutzmaßnahmen. Nehmen Sie mal das Bügeleisen und wir nehmen uns gemeinsam den Ärmel vor. Also ich möchte sagen, dass ich habe riesengroße Angst vor diesem Gerät. Aber wenn jetzt Sie... Sie reden jetzt, bis die Sendung zu Ende ist. Sie sollen jetzt... Versuchen. Oh mein Gott. Ich helfe auch. Guck mal, ich halte das Blatt. Selten habe ich mit einem 8-Unzen-Handschuh neben einer Weltmeisterin im Boxen gestanden. Haben Sie eigentlich im Ernst zu Hause jemand, der sowas macht? Oder müssen Sie das selbst machen? Das macht mein Freund. Ich kann nicht das selber. Können Sie... Macht der Freund? Ja. Hey, gut. Das ist schon eine gute Kombination. Dann werden wir jetzt mal dem Freund... Ich nehme an, der guckt zu. Dann werden wir jetzt dem Freund zeigen, dass Sie nicht nur besser boxen als er, sondern dass Sie auch besser bügeln als er. Jetzt nehmen wir mal die große Fläche. Oh mein Gott. Ja, nein, der nicht. Der hilft vielleicht beim Siegen, aber nicht beim Bügeln. Ich finde, das ist zu schwer für mich. Also lieber boxen als bügeln. Lieber boxen als bügeln. Genau. Dann sagen Sie mir gerade noch, ich habe gesehen, bei mir steht 8 Unzen, bei Ihnen steht 12 Unzen. Wer hat jetzt die größeren Chancen? Also, Chance hat jeder. Das spielt nicht die Rolle, wie groß sind die Boxhandschuhe. Aber das ist der leichtere Handschuh ist der, mit dem man die gefährlicheren Schläge austeilt. Ne? Achso, aber wenn man gute Deckung hat, dann ist es auch kein Problem. Sie wollten mich noch K.O. küssen. Genau. Es war schön, dass Sie hier waren.